Na, kleiner Doc Meat. Hey, nicht so grob, Freundchen. So, das kostet uns natürlich Aktionspunkte. Und wir müssen tatsächlich ein Stimpack verbraten. Oder zwei. Wir gehen mal mit raus, um notfalls Dogmi zu helfen. Und ihn schießt natürlich auf den anderen statt auf den Anführer der Raider. Sehr clever ihn. Mensch, lass doch den Idioten nicht entkommen. Beschädigt. So, jetzt haben wir nur noch drei Leute, ne? Ihn hat voll daneben. Also drei Raider noch zu kennen. Ich glaube, hier oben ist noch einer stehen. Der sich bis jetzt noch nicht in den Kampf eingemischt hat. Oh, sogar noch zwei. Ach, noch ein paar mehr. Gut. Der Spaß endet noch nicht so schnell. Frostschrot, Übeltäter. Ich sollte mal Dogmeat zu. Oder auch nicht. Ich dachte, ich müsste Dogmeat helfen. Oh, für die Rettung eines Sklaven haben wir 200 XP erhalten. Sklaven waren übrigens die beiden Damen in der Nähe vom Anführer der Raiders, ne? So, wir nehmen wieder Redewand. Hm, wobei. Ah, doch, jede Moment ist okay. Ich habe überlegt, ob jetzt ein anderes Skill nicht wichtiger wäre, aber nee, jede Moment ist schon in Ordnung so. Da steht zwar, dass man einen zusätzlichen Intelligenzpunkt erhält, und ich weiß auch nicht, da wir eine hohe Intelligenz haben, ob sich. Ob dann die Intelligenz über 10 hinausgeht für die Dialogoption, ich weiß es nicht. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Wir nehmen es erstmal mit. Und wenn es überflüssig ist, ist auch nicht schlimm, wir schaffen das Spiel trotzdem. Also wir können das Spiel trotzdem durchspielen. So, speichern wir mal wieder. Sicher, sicher. Deine Kampfpause hier. Danke, dass du uns gerettet hast. Ja, ja. Ach, da stand noch einer. Den habe ich jetzt gar nicht so gesehen, weil er. Ach, das ist die Tussi. Ja, er reagiert aber auch ziemlich spät auf uns, ne? Diese Damen sind, wie gesagt, übrigens die Sklaven. Und die haben wir gleich unwissentlich mitbefreit. Das wäre zum Beispiel XP, die uns entgangen wäre, wenn wir ihn überredet hätten, uns Tandy zu geben. Und hier hätte man dann, könnte man dann, wenn man wollte, das ganze Zeug hochschleppen. Und bunkern und einlagern und so. Für den Fall, dass man halt später Geld braucht. Wäre schön zentral und alles, aber ist halt die Frage, braucht man das wirklich? Was wir auf jeden Fall brauchen, ist die Munition. Die nehmen wir mit. Bisschen Dynamit. Sollte man sich mal merken, dass das hier ist. Aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, braucht man im ersten Teil nicht allzu häufig Dynamit. Hi, Jungs. Störe ich? Nicht? Na, dann ist ja gut.
So, verschwinden noch ein bisschen Muni. Schade, ich dachte, wir können ihn gleich damit zerflügen. Na, sind wir dann auch mal im Zug. Na bitte. So, und der kommt genau zwischen die Augen. Wuss. Das ist jetzt unfair, dass er nicht verstorben ist. Ach, da haut er ab. Den schnappen wir uns. So, es fehlt leider so eine schöne Animation, wo man den Leuten auch gezielt den Kopf wegspringen kann, ne? Also gezielt so die gezielte Kopfschüsse. Nee. Hier will ich schon nicht reden, ihn. Junge, du stehst im Weg, ich will die Leiche plündern. So, und damit haben wir die Cairns zum ersten Mal ausgerottet. Ja, zum ersten Mal. Lass uns hier verschwinden. Aber ist hier gefangen in ihrer Gummizelle, aber hat ein Messerchen bei sich oder was? Ach, noch ein fliegender Händler. Müssen wir jetzt nicht unbedingt ausrauben. Könnte man, muss man auch nicht. Nein, no. Wir alle, ja, danken dir, dass du die Red Scorpions vernichtet hast. Tausend Dank. Hallo, ich hab eben... Ich hab eben die Tochter eures Anführers gerettet hier. Und deine Freundin, soweit ich weiß. Du bist doch der Stecher von ihr. Für deinen Mut und deine Tapferkeit stehe ich tief in deiner Schuld, Wanderer. Deine Belohnung. Danke. Sicherlich. Was möchtest du wissen? Ade, mein... Irgendwie... Bauern? Irgendwie vermisse ich hier Tandy. Ich wollte nochmal mit Tandy reden. Mit Tandy gibt es nämlich auch noch ein paar Dialogoptionen. Ich weiß nicht, ob man die jetzt gehabt hätte, wenn man sie in der Zelle angesprochen hätte. Ah, da ist er. Da ist er. Was? Ey! Hi! Ich hatte Angst, dass du weg bist und ich dir nicht mehr dafür danken kann, dass du mich gerettet hast. Oh, das war toll! Action, Abenteuer! Wenn ich etwas für dich tun kann, lass es mich wissen. Ja, auch dieses Gesicht bzw. den Namen sollte man sich merken. Er wird später wieder eine große Rolle spielen. Und sie wird uns später noch begegnen. Nicht mehr in diesem Teil, aber im Folgeteil. So, wie wär's, wenn du und ich... Naja, du weißt schon... Nee. Vielleicht erstmal ein paar Fragen. Ich war noch nie woanders. Weiß also nicht, wie ich helfen kann. Was brauchst du? Na gut, jetzt kann man von ihr nur... Die schlimmste Geschichte ist die über die Deathclaw. Informationen erhalten, die wir eh schon kennen. Ein Reisender aus dem Süden hat's mir erzählt. Er sagte, die Deathclaw sei eine Bestie, die nachts Menschen tötet. Niemand kann sie fangen, weil sie verschwinden kann wie Rauch. Natürlich glaube ich das nicht. Brauchst du auch nicht glauben, weil verschwinden kann sie nicht. Obwohl sie böse ist. Also die Deathclaw ist schon arg übel.
Und das ist so ziemlich das ich hatte Angst, dass du gefälligste Monster, das wir kannten. Ich dir nicht mehr dafür danken kann, dass du mich gerettet hast. Oh, das war toll! Action, Abenteuer! So ein Mädchen bin ich nicht, ja? Such dir eine Brahme oder sowas. Naja, war ein Versuch wert, oder? Speichern wir nochmal. Und wie gesagt, ich wollte ja nochmal in unserem Vault zurückkehren, bevor wir dann endgültig uns den Steuerchip holen, beziehungsweise langsam, so allmählich in die Richtung, ja. Hm. Ich nehme mal an, das Video wird man jetzt leider im Video auch nicht sehen. Es kam jetzt so die Meldung, dass so langsam das Wasser der Vault zu neigen geht, blablablub. Heißt, wir haben noch gut 100 Tage Zeit. Und insofern, die Zeit können wir uns auch nehmen. Ja, Waffe können wir hier wegstecken. Ich denke, die werden wir hier nicht brauchen. Die Bürger der Vault sind uns wohlgesonnen. So, weiter geht's. Jetzt ist hier noch wer? Ja, wir reden einfach mal mit allen Leuten, die wir kennen. Übrigens, so sieht eine intakte, noch heile Vault aus. Eine, die noch nicht überrannt wurde. Hi, Chef. Willkommen, Soli. Wie läuft die Suche? Nun, ist gut. Gut, mach weiter so und sag mir Bescheid, wenn du was brauchst. Ja gut, mit den meisten Vault-Bewohnern haben wir tatsächlich Dialogoptionen, allerdings sinnloserweise. Diese Dialogoptionen führen selten zu Erfolgen, also zu Sonnitz. Egal. Roll-Take. Übrigens auch sehr auffällig, wer eben darauf geachtet hat im Video. Der Vorstuhl, das Logo, stand Vault-Tech drauf. Im Laufe der Zeit wird sich das Logo etwas verändern. Nicht nur rein optisch, auch der Schriftzug wird von Vault-Tech in Vault-Tech sich verändern. Sprich, es wird noch ein T dazwischen gemogelt. Falls... Also das... Diese kleine... Diese kleine Info so am Rande für die, die tatsächlich aufgepasst haben und denen aufgefallen ist, dass sie eine Beschriftung meines einen Videos, dass da Vault-Tag steht, aber hier eben nur zu lesen war Vault-Tag. Beide Schreibweisen sind richtig. Es ist spät, kommen wir nochmal wieder. Okay, ach, Mitternacht, darum redet sie nicht mit uns. Ah, und da sehen wir es, wir haben nur noch 98 Tage, oh mein Gott. Über. Hallo Soli, wie läuft die Reise? Ziemlich gut, danke. Freut mich, das zu hören. Ich wusste, dass die Außenwelt nicht so schlecht ist, wie jeder behauptet. Unsere Vorfahren haben ja draußen gelebt, nicht wahr? Aber der paranoide Aufseher lässt uns nicht raus. Eigentlich ziemlich schlimm draußen. Der Aufseher versucht nur, uns zu schützen, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, die Außenwelt gefährlich. Die Außenwelt ist nicht so schlecht. Also, es geht jetzt in dieser kleinen ist eine kleine Quest, die geht einfach darum, dass diese kleine Aufständische und ein paar andere wollen raus. Und man kann sie jetzt ein bisschen besänftigen, dass sie entweder in der Vault bleiben oder dass sie rausgehen. Schon möglich. Ich dachte immer, es wäre einfach nur auf eine Art Machttrip. Aber er wäre wahrscheinlich nicht der Aufseher, wenn er nicht wirklich um unser Wohlergehen besorgt wäre. Stimmt's? Ich denke, wir kommen mit der Zeit schon irgendwie an ein Steuerschiff ran. So, und da haben wir auch tatsächlich 57 XP erhalten, weil wir sie an einer Revolution geändert haben. Ohne, dass das jetzt eine große Revolution gewesen wäre, aber egal. Sanitäter aufsuchen, wenn wir verletzt sind. Eine kleine weitere Quest wartet hier unten noch auf uns. Allerdings weiß ich gerade nicht mehr, wie läuft... Hallo, wie läuft die Suche? Ganz gut. Also das hört man gern. Mach weiter so. Ja, das meinte ich damit. Man hat Dialogoptionen, die auch zu nichts bringen. Zu nichts führen.
Noch ihn. Aus dem Weg, du. Wie gesagt, ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wer die Quest triggert. Darum gehen wir einfach mal rum und reden so mit den Leuten hier.